Mach bitte diesen einen Fehler nicht, wenn sich Kunden am Ende des Beratungsgesprächs nicht gleich entscheiden wollen. In diesem Video zeige ich dir einen ganz einfachen Verkäufer-Hack, den über 90% aller Verkäufer, vielleicht auch du, in der Praxis nicht umsetzen und mit dem du fast alle Kunden dazu bringst, sich ganz schnell, ganz einfach zu entscheiden. Schauen wir uns zu Beginn mal an, wie ein klassischer Verkäufer agiert, wenn der Kunde am Ende des Gesprächs nicht zu einer Entscheidung kommen kann. Nehmen wir an, du bist ein Anlagevorsorgeberater und hast deinen Kunden eine individuelle Vorsorgestrategie erstellt. Und der Kunde sagt am Ende der Beratung: Das klingt alles ganz gut und schlüssig, aber mein lieber Berater, ich möchte noch mal eine Nacht drüber schlafen oder ich möchte noch mal mir Gedanken machen, ich möchte es mal sacken lassen. Jo, was dann? Die allermeisten Verkäufer gehen entweder in die Strategie Nummer 1, nämlich dass jetzt eine Einwandbehandlung gemacht wird, so nach dem Motto, ganz aggressiv wäre, was tun Sie, wenn Sie schlafen? Ja, schlafen, da können Sie doch jetzt auch schon eine Entscheidung treffen. Das heißt, Druck, der Kunde fühlt sich unter Druck gesetzt und hat noch weniger Lust, eine Entscheidung zu treffen. Oder Strategie Nummer 2, so nach dem Motto, ist ja alles kein Problem, lieber Kunde, wie lange möchtest du denn überlegen? Der Kunde sagt, ja, bis Ende nächster Woche, alles klar, dann melde ich mich doch Ende nächster Woche wieder bei dir und du kannst dir bis dahin alle Zeit der Welt nehmen zum Überlegen. Soft Selling nennt man das. In der Regel auch nicht besonders erfolgreich. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es die Top-Verkäufer machen und wenn nicht schon in der Vergangenheit so geschehen, du in der Zukunft sicherlich auch. Weil das ist eine Strategie, die ist so genial, genial einfach, aber eben extrem erfolgreich in der Wirkung. Vorgehensweise wie folgt. Gehen wir also von der gleichen Ausgangssituation aus. Der Kunde sagt am Ende des Gesprächs, jo, klingt alles ganz gut, ganz schlüssig, ich möchte mir die Sache nochmal überlegen. Jetzt ganz einfach in drei Schritten vorgehen. Schritt Nummer 1, positiv bestätigen. Zu sagen, ich finde es gut, lieber Kunde, dass du dir bei einer wichtigen Entscheidung nochmal Gedanken machen möchtest. So ticke ich auch und das ist ja auch völlig richtig und wichtig. Schritt Nummer 2, genau dazu habe ich vor einiger Zeit eine geniale Methode kennengelernt, die man übrigens Konrad Adenauer zuschreibt, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Und diese würde ich Ihnen gerne jetzt erklären, weil das wird auch Ihnen extrem helfen, für sich eine oder für Sie eine extrem einfache und gute Entscheidung zu treffen. Darf ich? Schritt Nummer 2. Und dann der dritte Schritt, der Kunde sagt normalerweise, ja klar, worum geht's da? Und dann folgende Geschichte. Konrad Adenauer war dafür bekannt, dass er sehr viele gute, schnelle Entscheidungen getroffen hat. Dazu hat man mal eine Frage an ihn gerichtet von einem Journalisten und die Antwort war verblüffend und genial. Konrad Adenauer sagte, das ist ganz einfach, wie ich schnell und viele Entscheidungen treffen kann. Ich nehme ein Blatt Papier und je nachdem, um was es eben geht, schreibe ich alle positiven Dinge, alle Dinge, die eben dazu oder dafür sprechen, für diese Entscheidung auf und natürlich auch alles, was dagegen spricht, Risiken und dergleichen. Und dann, wenn ich alle Fakten auf einem Blatt Papier sehe, auf einen Blick habe, kann ich in der Regel ganz schnell, ganz einfach eine Entscheidung treffen. Und diese geniale Methode nutze ich selber jetzt auch seit einiger Zeit und ich habe damit nur die besten Erfahrungen gemacht, weil ich dadurch einfach schnell gute Entscheidungen treffen kann. Mein Angebot, lass uns jetzt auch nochmal 3 Minuten Zeit nehmen, schreiben wir auch für dich dieses Blatt auf und dann kannst du, egal jetzt oder eben zu Hause, wie auch immer, für dich eine einfache Entscheidung treffen, lieber Kunde. Wollen wir das so machen? So, das war der dritte Schritt und dann gehst du in die praktische Umsetzung und die praktische Umsetzung sieht eben wie folgt aus, dass du eben jetzt dieses Blatt Papier nimmst und dann eben oben minus plus und jetzt sagst du, okay, lieber Kunde, lassen Sie uns doch einfach mal anfangen bei den positiven Punkten. Was spricht denn, lieber Kunde, dafür, dass wir dieses Vorsorgekonzept auch so umsetzen? Was sind denn die Vorteile? Und lass doch jetzt mal deinen Kunden reden. Lass ihn mal wiederholen, was er in dem Gespräch für sich als wichtigen Punkt oder wichtige Punkte herausgefunden hat. Und jetzt sei bitte nicht schockiert, wie wenig da vom Kunden kommt. Und stell dir vor, wenn du das jetzt nicht noch ergänzt mit deinem Kunden und du hättest den Kunden jetzt so rausgelassen zum Überlegen mit seinen 2, 3 von vielleicht in Wahrheit 5, 6, 7, 8 oder 10 Vorteilen, die er eigentlich mit deinem Konzept genießen darf in Zukunft. Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass er sich entschieden hätte? Jetzt kannst du ergänzen und sagen, lieber Kunde,
Und im Übrigen, das und das ist ja auch noch wichtig. Und hast du dran gedacht, dieses und jenes ist auch noch ein wichtiger Pluspunkt für dieses Konzept. Und du wirst den Kunden nochmal zum Staunen bringen, weil er gewisse Dinge vielleicht vorhin noch gar nicht verstanden oder erkannt hat oder du hast es vergessen zu sagen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Bei der Minusliste, dass du jetzt auch wieder natürlich den Kunden fragst, gibt es denn noch Punkte? Und bei Minus würde ich vielleicht auch gar nicht Minus drüber schauen, sondern Fragezeichen, die jetzt noch zu klären sind, wo sie sich noch unsicher sind. Also achte da auf deine Wortwahl. Ne? Sag also nicht, was dagegen spricht, sondern was noch zu klären ist, was ihnen vielleicht momentan noch nicht so gut gefällt. Ja? Also achte auf deine Worte, dass es relativierende Worte sind. Und jetzt sagt der Kunde vielleicht, ja, und du kannst dir vorstellen, das meiste kommt jetzt in Sachen Geld. Es sind vielleicht doch etwas viel, diese 190 oder 380 Euro. Ja? Und jetzt heißt es für dich, auszuloten, wo ist denn hier die Lösung für den Kunden? Und oft ist die Lösung ganz einfach. Nämlich die Frage beispielsweise, okay, wenn die 190 zu viel sind, bei welcher Summe würden Sie sich denn wohler fühlen? Der Kunde sagt dann unter Umständen, ja, 150. Okay, mal angenommen, wir ändern das Konzept auf 150 Euro, kommen wir dann ins Geschäft. In der Regel kommt dann ein Ja. Oder ein weit verbreitetes Argument, was auch bei der linken Seite oder Minus oder Fragezeichen steht, ist dann dieses Thema, ja, aber was passiert, wenn ich es nicht mehr zahlen kann? Die Leute, und das ist natürlich zu Recht in der heutigen Zeit, wo ja natürlich auch viel Unsicherheit ist, die Leute fragen sich, was passiert, wenn ich nicht mehr zahlen kann? Dann heißt es für dich nochmal ausarbeiten, dem Kunden deutlich zu machen, wie geht dann der Kunde professionell mit dir in eine Lösung? Sprich, wir können verschiedene Optionen ziehen, es ist überhaupt kein Problem. Ja? Und dann passiert eben eins, dass diese Negativpunkte oder die Problempunkte des Kunden jetzt bearbeitet sind. Stell dir vor, der Kunde wäre rausgegangen aus dem Gespräch, ohne dieses Problem oder Probleme, diese Fragen zu bearbeiten. Die Wahrscheinlichkeit wäre riesengroß gewesen, er hätte sich dagegen entschieden. Jetzt kannst du diese Einwände entkräften und dann wieder natürlich hier entsprechend Isolationsfragen stellen. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt das Thema gelöst haben für sie, ja, gibt es denn darüber hinaus noch Punkte, die wir klären müssen. Und damit kannst du einen Punkt nach dem anderen relativieren oder erledigen. Und dann kann sich der Kunde entweder sofort entscheiden oder aber er hat jetzt eine genial gute Entscheidungshilfe für einen Folgetermin und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich, selbst wenn ein Folgetermin stattfinden muss, für dein Konzept und für dich entscheidet, ist jetzt um mindestens 70-80% höher, als wenn du dieses ganz einfache Methodentool nicht angewandt hättest. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du in Zukunft ganz, ganz selten noch solche Situationen überhaupt erleben musst, weil du die Kunden extrem zielsicher zum Abschluss führen kannst, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Weil da erkläre ich dir das Karabinerprinzip und das ist eine geniale Methode, wie du fast jeden Kunden zielsicher zum Abschluss bringst. Ich wünsche dir dabei extrem viel Spaß beim Zuschauen, beim Anschauen und bei der Umsetzung der Inhalte. Dein Dieter Kivus.